Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Transport Fever. Ja, ich muss sagen, die Überlegungen sind nicht wirklich weitergegangen. Hat aber den Hintergrund tatsächlich so, hey, ich bin mir immer noch nicht so sicher, was und ob und wie das funktionieren kann. Ja, das ist mein großes Problem, was ich aktuell habe. Aber ich muss sagen, das scheint ja hier richtig gut zu funktionieren oder mehr oder weniger gut. Problem wird halt nur sein, dass hier einige Züge halt so gar keinen Gewinn machen werden. Und da bin ich mir noch nicht so sicher. Weil das Personal, Personen, Beförderungsdingen macht halt keinerlei Plus. Er macht keinerlei Plus. Er nimmt hier zwar jetzt 40 Brot mit. Und hier würden jetzt auch noch 11 liegen. Aber das ist halt die Frage, ne? Tja. Was machen wir nun? Das ist die große Frage. Was machen wir nun? Eine Frage, die ich mir halt selbst noch nicht beantworten kann. Bei weitem nicht. Aber egal, wir wollten ja eigentlich so oder so uns um diese kleine Stadt hier kümmern. Und die sollte ja über 1 Million Einwohner bekommen. Haha. Deswegen werden wir jetzt auch hier unten mal wieder weitermachen. Wir brauchen hier noch Baumaterialien. Tja. Aber auch hier werden wir dieses Problem haben. Genau. Da werden wir noch ein Problem haben. Okay. Tja. Ich bin eigentlich von dieser Idee da oben noch gar nicht so weit weg. Ich weiß halt nicht, ob das hier funktionieren kann. Ich glaube halt eben nicht. Das ist mein großes Problem. Ich glaube halt, das kann nicht funktionieren. Also nicht auf Dauer. Okay, bevor wir jetzt hier blöd rumschwafeln, okay, das tun wir ja so oder so schon die ganze Zeit, würde ich jetzt sagen, suchen wir uns mal ein stilles Eckchen und werden hier mal ein bisschen was versuchen, was Neues versuchen. Ja, wir fangen wieder was Neues an und Frage ist nur, was fangen wir an? Ich überlege gerade. So, wo müsste das Holz denn hin? Abnehmer. Das ist aber nicht das Holz, mein Freund. Das ist aber nicht das Holz, was ich jetzt gerade gesucht habe. Wo war denn das? Hier, ne? Ja, da. So, das Ding am Arsch der Welt. Da Dingen. Das geht eigentlich. Arsch der Welt. Wird schon beliefert. Könnte man also nochmal beliefern. Ja, also ich bin tatsächlich immer noch nicht so im Klaren, wie ich jetzt weitermachen soll. Also das da funktioniert gar nicht, meiner Meinung nach. So, einen von beiden. Wir machen es. Okay, wir machen es mal anders. Wir versuchen mal was anderes. Ihn hier. Diese Linie löschen wir mal ganz kurz. Du fährst bitte ins Depot. Linie löschen wir. Nein. Ist doch die Linie, ja. Genau, die hier würde ich gerne löschen. Linie 51. So, die löschen wir, ja. Linie 53 löschen wir auch. Da ist noch ein Fahrzeug drauf, ja. Gut. Das ist ein Argument. Die Idee, die ich jetzt gerade habe, ist folgende.
Wir werden da jetzt einmal reinfahren lassen. So. Du bist Linie die da. Das sind jetzt zwei Gleise, richtig? Richtig. So, er fährt von da nach da rein. Von dort aus soll er runter und von dort da wieder nach Hause. Das bedeutet, wir müssten hier... Ich versuche, also wie gesagt, es ist alles gerade ein Versuch irgendwo. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Wäre es da nicht... So. So. Genau. Und. Ups. Nee, nicht nach oben. So. So. Okay. Wie gesagt, wir versuchen was. Okay, das bedeutet, hubala, wir machen jetzt hier einen Langzug rein. Wir bearbeiten den hier mal. Ups, den da würde ich gerne bearbeiten. Und dann versuchen wir hier einfach mal ein bisschen Spielspaß, Spannung. Wir brauchen die hier. Das ist Brot, genau. Scheiße, welche Länge haben wir denn jetzt hier? Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht. Ich glaube nicht lang, ne? Moment. Ist das noch hier klein? Hier 60 oder was ist das? Das ist 320? Okay, das sind die 320er schon. Ich war jetzt, okay, gut. Okay, also, neue Linie. Du packst hier das Brot ein, fährst hier hin, fährst dorthin und dann fährst du halt wieder nach Haus. Das ist der Plan, den ich jetzt habe. Doch, alles gut. Ich war jetzt kurz was am Überlegen, ob ich da noch Zusatz bauen kann, aber nein, bringt mir nichts. So, warte mal. Den würde ich aber gerne doch trotzdem bearbeiten. Die tun wir weg, die tun wir hin. 320 Meter. Okay, so. So, und du kriegst die Linie... 51. Wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis es komplett läuft, das ist mir bewusst. Aber maybe könnte es tatsächlich funktionieren. So, 5 Brot sind rein. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Getreide. Er bringt hier 61 und hier liegen 20. Er verschickt aber auch zu 100%, ne? Das bedeutet... klack, klack. Der wird jetzt natürlich die erste Zeit auf jeden Fall richtig, richtig miese einfahren. So. Wir brauchen da oben auf jeden Fall noch ein Getreidedingen. Hier wäre noch eins. Dann werden wir das mal versuchen anzuschließen, dass wir da oben ein bisschen mehr Durchlauf haben. So. Klack. Gleis. Bauen wir einfach mal hier dran.
So. Und das Ganze wieder zurück. Marsch, marsch. So. Perfekt. Die Signale rechts und links eben verschachteln. Ja, und damit dürften wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Getreide da hochgeliefert bekommen. Und ich hoffe, dadurch kriegen wir auch einen besseren Wert hin für das Brot. Ich interessiere mich jetzt langsam immer mehr dafür, wirklich das Ganze einfach mal mit Autos zu testen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß langsam wirklich nicht warum. Aber ich glaube, mit Autos oder LKWs so, könnte das wirklich richtig gut funktionieren, was ich hier die ganze Zeit versuche. Ja. So, neue Linie. Und zwar von hier nach dort. So. Wir werden ihn hier umbauen und dort mal alles ganz kurz rausschmeißen. Klack, 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 klack. Und die offenen Güter. Ich nehme mal, boah, wie viel nehmen wir denn? Kapazität 200. Könnte funktionieren. Ich bin mir aber noch nicht sicher. So. Könnte tatsächlich funktionieren. Okay. Der Zug fährt los. Wir haben hier inzwischen schon 22, 23, 24 Getreide. So. Wie sieht es mit dem Langzug aus, mit dem Brot? Hat er eigentlich schon mal Brot abgeliefert? Ja. Oh, 23. Und der hat 6. Und hier liegen 47. Ich glaube, das könnte wirklich funktionieren. Also ich glaube langsam wirklich, das könnte funktionieren. Hä? Wo ist denn der Zug hin? Ach, da fährt er ja. Ich glaube langsam, das könnte wirklich funktionieren. Oh nee. Oh nee. Bei weitem nicht. Stopp. Wir werden den mal ganz kurz ein bisschen abhacken hier. Der hat bis jetzt immer nur 40 mitgenommen. Tun wir einmal auf 80 runter. Stubbeln. Ich weiß, dass wir jetzt zwar die zweite Linie gleich dahin zu ballern. Ne, die wirst du jetzt auch gleich schon losfahren. Genau da. Hat 80 mit. Ah, okay. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen geschickter, glaube ich, arbeiten. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen geschickter arbeiten. Also vom Doing her. Da müssen wir, glaube ich, vom Doing her ein bisschen besser arbeiten. Das ist genauso wie hier mit Ihnen hier. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele Fahrzeuge oder so viele Waggons. Ich würde den auch mal nicht klonen, bitte. Ja. Ich wollte den eigentlich nur bearbeiten. Und ich würde tatsächlich noch mal einen, zwei wegmachen. Weil ich glaube, der hat nicht einmal mehr als 40 gehabt. Dass wir die Grundkosten dadurch einfach ein bisschen niedriger bekommen. Weil er, guck mal, er fährt jetzt immer ziemlich genau Cap. Er hatte jetzt 80 mit. Da, wie gesagt, dadurch haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Brot. Dann müssen wir das natürlich ein bisschen überprüfen, aber egal. Weil hier liegen jetzt 90 und er fährt mit. Ja, also diese Runde ist genau das, was wir brauchen. Also wir gucken jetzt mal genau, was er jetzt hier mitschleppt und alles andere an Zügen werden wir dann killen. Oder an Waggons, sagen wir so. Hört sich besser an. So, alles an Waggons werden wir danach killen. Wir gucken mal, wie viel er jetzt wirklich mitnimmt. Okay, 80 heißt also, wir werden ihn bearbeiten. Er nimmt 120 mit. Dann lassen wir ihm
tatsächlich genau so. Dann hat er eine Reserve und damit dürfte er glücklicher werden. So, okay. Er hat jetzt 80 Brot mit und hat kein Brot übrig gelassen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und er müsste jetzt eigentlich langsam ins Gewinn, in den Gewinn einfahren. Hoffe ich doch. Er übrigens auch. Die dürften langsam eigentlich beide in den Gewinn eintrudeln. Hoffe ich doch. Klack, klack. Der Güterzug ist vor dem Personalzug. Das ist auch mal wieder ein bisschen, naja. Also der Plan ist ja eigentlich immer nur, dass die beiden Gewinn machen oder dass sie Gewinn machen. Deswegen gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Okay, 2 Millionen. Kaum Ausgaben, das ist doch schon mal fein. Okay, das ist auch gut. Können wir den auch mal eben festhaken, danke. Ihn, da würde ich mich noch interessieren für. Das ist der Kleine, ne? Genau, das ist der Kleine. Ah, da ist der Große. Der interessiert mich auch noch. So, den haken wir auch mal ganz kurz fest. So, das wären die drei. Er hier interessiert mich nicht, weil der eingestellt ist. Wir können da auch mal ganz kurz, hoppala, reingucken. Das machen wir kurz weg. Aber der läuft. Mehr oder weniger. Wir können hier tatsächlich wirklich überlegen, ob wir da ein bisschen was umstapeln, aber... Nö, eigentlich nicht. Aber dass er hier wirklich gar keinen Gewinn macht, wundert mich eigentlich. Aber die drei, die oberen drei, die interessieren mich gerade am meisten. Deswegen gucken wir mal. Wir gucken, was hier abläuft. Das ist der Personal. Genau. Er nimmt jetzt auch hier 42 Leute mit. Kaum zu glauben, aber wahr. Er fährt... Oh, er hat Brot abgeholt. Und hier liegen wieder 17. Okay. Auch interessant eigentlich, ne? Auch interessant. Das meiste Brot geht auch nach unten. Das finde ich ja noch viel interessanter. Das meiste Brot geht nach unten. Okay. So, da kommt der. Der müsste jetzt eigentlich hier irgendwo landen. Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei, aber das war eigentlich eine gute Schätzung. So, wie sieht es jetzt aus hier? Okay. Ich glaube, gar nicht so schlecht, oder? Also auf jeden Fall besser als vorher. Wesentlich besser als vorher, wenn ich mir das angucke. Wenn er jetzt... Es könnte wirklich besser werden. Wie viel Brot liegen da jetzt eigentlich? Guck mal, jetzt ist komisch, ne? Jetzt liegen da nur 64 Brot. Ja, weil die Nachfrage halt gesättigt ist, ne? Das ist halt immer der Gegenzug. Weil Brot wäre noch genug da, aber also genug Weizen, so rum. Aber es ist halt gedeckt, ne? Der hat jetzt hier 80. Er hat 14 von 30. Und damit ist alles in Ordnung. Ja. Ich weiß nicht. Okay, aber egal. Das läuft, würde ich behaupten. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Okay. So, was machen wir als nächsten Step? Ich weiß halt wirklich nicht, wie ich die anbinden soll. So einerseits, manche fahren ja hier richtig, richtig Gewinn ein und viele, viele halt eben nicht. Ne? Wir sollten mal vielleicht gucken, dass wir das vielleicht mal ein bisschen anders machen. Bla bla, dahin, das dahin, das dahin. Okay, ich werde das mit den LKWs jetzt nochmal testen. Ich glaube, wir werden das mit den LKWs hier testen. Er bräuchte das Zeug tatsächlich nicht. Also er wächst wirklich super, ne? Also er hat die ganze Zeit hier 150%. Ach ja, die Schiffe. Oh, meine Güte.
Ich liebe sie immer noch. Ich weiß nicht. Sorry, aber ich liebe sie immer noch. Die Schiffe sind einfach immer wieder Liebe, wenn ich sie sehe. Also ich glaube, wir werden das mal gleich mit den LKWs versuchen. Aber das machen wir in der nächsten Folge und dann starten wir direkt mit den LKWs mal durch. Vielleicht steigen wir ja komplett um auf LKW. Mal gucken. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.